So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ihr merkt, die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen von Dark Souls 3. Danke, dass ihr zwischendurch mal ein bisschen auch die älteren Folgen geguckt habt. Das war eine gute Gelegenheit, jetzt wo ich krank war, dass ihr mal in den alten Folgen noch ein bisschen stöbern könnt. Da gab es ja auch ein paar Anregungen und Kommentare. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, alle zu beantworten, aber versucht da nochmal irgendwie durchzugehen. Jetzt werde ich allerdings auch wieder so einige Probleme haben, denke ich, mich reinzufinden in Media. Aber wir schauen mal, wie gut das heute läuft. Jedenfalls habe ich noch nicht, also habe ich nicht den Eindruck, dass er mir die größten Probleme macht. Da gab es im Laufe dieses Let's Plays ja schon andere. Aber jemand hat ja auch freundlicherweise aufgelistet, was ich alles noch nicht geschafft habe, was alles auf der To-Do-Liste noch steht. Da muss ich auch noch ran. Ist auch nicht so, dass das Flucht war, sondern sozusagen die Flucht nach vorne. Und zu Recht wurde ja auch gesagt, dass die gemalte Welt noch offen steht und dass da ja auch noch einiges an Gegnern schlummert. Und wir haben die letzte Flamme noch nicht besiegt und ach ja, der Sturmkönig natürlich. Der namenlose König, wenn er von seinem Sturmdrachen runtersteigt. Aber jetzt bemühen wir uns erstmal, dass ich wieder reinfinde bei unserem Freund Media. In einer der Folgen hat es ja schon mal ganz knapp geklappt, aber das war dann, da war ich doch wieder ein bisschen ungeduldig. Und außerdem hatte ich, glaube ich, auch keine Heiltränke mehr. Ne? So, schauen wir mal, wie es heute läuft. Ich glaube, in dieser Folge muss ich mir noch keine großen Sorgen machen. Das wird schlimm. Schon wieder ein bisschen verkrampft. Da war ich wieder zu gierig. Jedes Mal mache ich das. Und jedes Mal kriege ich die Quittung. Oh nein! Ach, zu langsam. Okay, jetzt stehe ich wieder falsch, aber immerhin. Nicht zermanscht. Nein, das ist jetzt wieder scheiße. Ach Mann, ich konnte ihn wieder nicht sehen, verdammt. Oh, jetzt das. Nein! Nein! Mist! Nein, das ging ja gerade nochmal gut. Nee, ich habe so Angst vor dem Jungen. Ey.
Was? Schon wieder? Gemein! Nein, 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 nein. Nein, was hast du denn, Junge? Nicht so wild. Ach, Mist. Wand. Wand, gemein, Wand. Wand im Weg, das wird nix. Ach Mist, so rum hat das noch nie geklappt, ey. Oh! Was ist das denn? Okay, links rum nicht so geil die Idee. Aber da wusste ich mir eben auch nicht anders zu helfen. Rechts die Stalagmitenwand ist, dann weiß ich nicht, wo ich hin soll. Positionierung ist irgendwie alles in dem Kampf. Naja. Aber ich merke halt auch, dass ich noch viele Fehler mache, die ich bei den letzten Malen jetzt schon nicht mehr gemacht habe. Besonders nicht bei dem grandiosen Versuch, der ja fast schon bis zu einem Schlag zum Ende geführt hatte. Aber das kenne ich ja. Das habe ich ja auch schon in so Cartoons über Dark Souls oder sowas gesehen. Wenn man dann rein watschelt und einen Gegner zum ersten Mal fast bis zum Ende runtergeprügelt hat, dass man dann erstmal mehrere Dutzend Male neue Anläufe braucht, weil man wegen jedem Kikifax ins Gras beißt. Da ist irgendwie was Wahres dran. Aber eben war er schon gar nicht so schlecht. Nur nach rechts. Nee, was war das denn? Nein, nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt die dumme Scheiße-Phase wieder. Das war wohl auch nicht richtig. Ich rück hier schon wie so bekloppt durch die Gegend hier. Nee, das war wieder der, wo ich immer reinfall drauf. Nein, nicht das schon wieder. Ach Mann. Ich krieg das einfach nicht hin, dass ich dann sehe, wo er ist und dann in die richtige Richtung weglaufe.
Das ist jedes Mal dasselbe an der Stelle. Nerv. Entschuldigung. Lustig fand ich auch den Kommentar von euch, die ich so durchgelesen habe. Dass das ja nun mal ein dritter Teil sei und dass alle anderen, die das alles für gespielt hätten, ja verstehen würden, wer die Charaktere sind und worum es geht und sonst wie. Das ist schon eine lustige Einstellung, finde ich. Weil sie voraussetzt, dass man den Kanon durchgespielt hat seit 2011 oder was. Und da alles verstanden hat und da ja alles angeblich dann so selbsterklärend ist, dass man dann aus diesem Teil alles selbstständig verstehen kann, das halte ich für eine schwierige These, ehrlich gesagt. Ich finde schon, man könnte den Anspruch an ein Spiel stellen, dass man aus dem Spiel heraus, auch wenn es nur andeutungsweise ist, aber sich mehr selbst zusammenreimen kann. Aber da seid ihr ja eine große Hilfe für alle Hintergründe. Also zumindest die meisten von euch. Wieder der Scheiß. Das Mal ist ja gut gegangen. Okay, ungünstig. Wieder drauf reingefallen. Schon wieder naschen. Das war zu früh. Da war ich zu lahm. Nein! Nein, ach Mann. Oh Mann, Mann, Mann. Ja, doof gelaufen. Im wahrsten des Wortes, doof gerollt. Ich bin auch in vielen Belangen immer noch viel zu panisch, wenn der auf mich zuschießt. Außerdem habe ich ja immer die Ausrede, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Wenn es dann
etwas nervig wird, dann kann ich mich ja hier verziehen. Nee. Also ganz so ehrenrührig will ich das dann doch nicht abwickeln hier. Oh, ich habe meinen Salto vergessen. Nein, oh, ein Ticken zu früh. Oh nein, ich dachte, er macht den von oben. Oh nein, scheiße. Mich aufs Glatteis führen lassen. So, jetzt beginnt die Phase, die ihr durchskippen könnt. Das geht ja gut los hier. Oh Mann, wieso trifft er mich denn jetzt neulich dabei immer? Mann! Oh, hab ich mich wieder verarschen lassen. Nein! Oh, Ecke, Ecke! Das ist ein fieses Foul, mich in die Ecke zu manövrieren.
Oh shit! Scheiße Ecke! Nein! Ich bin wieder in die Ecke gedrängt, so eine Kacke immer, ey. Oh shit, das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein! Mist, verfluchter! Das ist aber auch echt nicht einfach, ey. Warum will er mit mir immer in die scheiß Ecke da hinten? Aus der Kackecke raus, Junge. Nicht jetzt. Oh, da kommt er nicht rum. Ah, nicht aufgepasst. Scheiße.
oh shit, was müsste ich jetzt nochmal machen? Ja, weg musste ich, glaube ich, oder? Nein! Ach, verflucht, ey. Es ist so deprimierend. Oh, das war so ein schöner Try und dann hätte ich an der Stelle heilen müssen. Obwohl, wahrscheinlich hätte ich den Laser dann ja auch nicht überlebt, oder? Ja, das alte Lied, wie willst du die zweite Phase trainieren, wenn du nie hinkommst? Da waren ja irgendwie auch mehrere Phasen mit diesem Nachtschattenfluchzeug, oder? Na toll, jetzt kommt wieder nicht im Kopf. Oh. Na, das geht ja gut los. Da komme ich noch nicht so richtig drauf, was ich da machen muss. Einfach nix. Ja, scheiße, ich... Ach, shit, verfluchter. Hauptfeindkamera wieder. Okay, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bleibt schön neugierig und kommentiert schön weiter. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao.